Das ist Herr Werli. Herr Werli ist sehr, sehr ordentlich. Was Schiefes kann der gar nicht ertragen. So. Herr Werli geht heute im Park spazieren. Er hat nämlich frei. Was ist da los? Will der Hase dem Herrn Werli seine ganzen Ballons schenken? Was hat er? Ach so, der muss ganz nötig. Der muss schnell mal weg aufs Klo. Ja, und weil der Herr Werli so ordentlich aussieht, hat er wohl gedacht, der macht bestimmt keine Dummheiten mit meinen Ballons. Wenn er sich mal da nicht irrt. Was ist denn das für ein Kuddelmuddel da oben? Das macht mich ja ganz konfus. Da muss ich unbedingt etwas Ordnung reinbringen. Nein, das müssen Sie eben nicht, Herr Werli. Das sind nicht Ihre Ballons. Was machen Sie denn da? Die sollen Sie nur mal kurz halten, während das Häschen sein Wächlein macht. Ja, der Werli muss immer alles aufräumen. Jetzt hat er die Blauen schon aussortiert. Und jetzt? Der Mann kann einfach nicht anders. Wenn der ein buntes Durcheinander sieht, dann muss der loslegen. Dann packt es ihn. So, jetzt sind die grünen und schwarzer Ballon. Da passt ja nirgends hin. Weg damit! Ja, ja. So, jetzt ist das übersichtlich sortiert. Halt! Stehen bleiben, das sind meine Ballons! Nein, das sind nicht meine Ballons, aber halt, stehen bleiben! Ja, jetzt fährt der Radfahrer einfach weg mit den Ballons. Die sind weg. Oh, und die anderen sind auch weg. Oh weh, oh das arme Häschen. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ich habe super aufgepasst auf die Ballons. Also ich habe sie sogar nach Farben sortiert. Ja, jetzt sind sie aber da oben. Ja, also sie sind eigentlich nicht weit. Sie sehen sie noch da. Aber ja, ich werde Ihnen das selbstverständlich begleichen. Ja, das sollte reichen. Tut mir leid und auf schönen Tag noch. Ja, jetzt sehen Sie mal, wo Ihre Aufräumsucht Sie hinbringt, Herr Werli. Naja, er hat wenigstens alles bezahlt. Jetzt geht er ins Museum nach all der Aufregung. Er mag Kunst, so schön aufgeräumte vor allem. Herr Werli, was ist denn jetzt wieder los? Wollen Sie Ihre Jacke abgeben? Sie haben doch gar keine Jacke mit, nur Ihren Anzug. Hier ist auch niemand, der die entgegennehmen könnte. Hey, was machen Sie denn jetzt? Herr Werli! Oh nein, geht das schon wieder los. Können Sie das denn nicht lassen? Da findet doch niemand mehr seine Jacke, wenn das nicht alles am selben Haken hängt. Nein, er kann es nicht lassen. Er muss es sortieren. Ja, Herr Werli, ganz super aufgeräumt, aber kein Mensch wird nachher mehr seinen Mantel wiederfinden. Ja, Herr Werli hat seine eigenen Ideen von Ordnung. Er liebt Aufräumen einfach über alles. Was ist denn das für ein furchtbares Wirrwarr da auf dem Bild? Das sieht ja aus, als würden die Menschen da im Himmel herumschweben. Wie die Ballons, oder? Hey, die schweben ja wirklich. Oder träumt er sich das jetzt so zurecht? Halt! Nicht davon schwimmen, halt! Ja, ist das zu glauben? Die hören ja auf Sie, Herr Werli. Ja, dann legen Sie mal los. So, jetzt ist mal Schluss hier mit dem Herumgeschwebe und dem ganzen Durcheinander. Meine Herren, wir machen jetzt mal alle zusammen eine ordentliche Aufstellung. Also, zuerst hier die Kleinen mal ganz nach unten. Sie da nicht am Rand hochlaufen. Hm? Ja. Jetzt stellen wir uns alle mal ordentlich in eine Reihe. Mhm. Die Kleinsten ganz nach links. Hallo, Sie da? Ja, brauchen Sie noch eine extra Einladung? Ja, nach unten. Danke. So, und jetzt die Mittelgroßen mal in die mittlere Reihe. Mhm. Und die Großen, ja, Sie beiden würden mal ganz nach oben. Ja, oben rechts. So ist das doch super. Jetzt ist das alles aufgeräumt. Ich fasse es nicht. Jetzt stehen die alle in Reih und Glied, wie er das will. Ja, Herr Werli,
Aber sowas gefällt nicht jedem. Manche Leute schweben eben lieber ein bisschen. Und der Maler, der dieses Bild gemalt hat, der wollte das bestimmt auch lieber so.